Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. Unser Strom ist gerade wieder abgeschmiert. Deswegen stehe ich auch hier gerade bei unseren Energiesparmodulen. Wir haben 107 Stück jetzt schon, ja. Also es geht relativ zügig. Ich glaube, ich werde das hier pimpen. Dann geht es noch zügigerer. Weil... Warte, kommen da immer zwei raus. Nur eins. Aber das ist so hier das Tödliche, ja. So ein Ding mal eben vollgewämst mit Speed-Modulen und schon ist der Stromverbrauch ins Unermessliche gestiegen. Deswegen werden wir uns jetzt aufmachen und werden diese 112 Module hier unter die Leute bringen. Und zwar reichen immer zwei Stück pro Maschine, weil maximal 80% nur eingespart werden können. Und wir fangen direkt hier einfach an. Und diese Maschinen verbrauchen auch relativ viel. Mit 390 kW sind die schon, wie soll man das nennen? Die höher verbrauchenden Maschinen. Nein. Warum? Warum mache ich so? Was ist los mit mir? Ich hoffe, das war richtig. Ja, war richtig. Bin ich behindert oder was? Das gibt's doch nicht. Was zur Hölle? Linksklick, Mann. Blöd muss man doch erstmal sein. Okay. Wir werden die ganzen Montagemaschinen, alle die hier stehen, jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Und warte mal, wir gucken mal. Jetzt habe ich zwar schon ein paar gemacht, aber wir brauchen 14,7 Megawatt, ja. 14,7 Megawatt gilt es jetzt quasi runterzuschrauben. Weil bevor wir jetzt hier wieder Solarpanels nachbauen, würde ich erstmal Energie sparen. Nochmal danke für den Kommentar. Ich habe es zwar schon öfters gesagt, aber hey. So, ich glaube, wir nehmen auch erstmal das, was wirklich Strom frisst, was viel Strom frisst. Sowas hier, ja. Da habe ich hier ordentlich Module reingemacht. Da kann locker mal noch ein Energiesparmodul mit bei. Und schon hat sich das, ja, da wieder einiges weniger an Verbrauch. So. Wir werden das hier noch alles los. Ich weiß noch nicht, verbrauchen die Maschinen, wenn die nicht laufen, verbrauchen die nur den Verbrauch von 13 kW, ne? Aber dadurch, dass die eigentlich ganz viel laufen, auch diese hier, ja, die laufen eigentlich dauerhaft. Die sind nur am Brennen hier. Oder sowas hier. Können wir locker mal wenigstens einen reinmachen, ja? Mal so ein bisschen was, ein bisschen was für die Umwelt getan haben hier. Auch wenn ich immer scheiße auf Umwelt, aber trotzdem. So, wir sparen hier nur bei den hinteren, weil die meistens laufen. So, hier machen wir dasselbe. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir verbrauchen 250 kW. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre hier unsere ganze Logistikproduktion. Diese ganze Geschichte hier. Wobei die auch wenig läuft, ne? Man muss es einfach so sagen. Was wirklich viel läuft, ist das hier. Das läuft dauerhaft. Die verbrauchen alle 213 kW. Und ich denke, dass es schon Sinn machen würde, hier bei allen mal, ja, ja, einiges einzusparen. Zumindest bei denen, die laufen. Die laufen, die sparen. So. Hier auch noch. Dann hier. Die laufen ja wirklich dauerhaft hier. Sofern Material da ist, aber dann laufen die. Na, jetzt sind die fast schon wieder alle leer hier. Das gibt's ja gar nicht. So, wo können wir noch was einsparen? Beim Stahl. Hier könnten wir jeweils noch mal reinmachen. So. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen Energie gespart. Ja, das ist nur noch auf 10 Megawatt. Das ist schon mal nice. Kann auch jetzt an irgendwas anderem liegen, aber ich meine, wir haben schon mal so ein bisschen was eingespart, ja. Vielleicht schaffen wir es ja mal, die Nacht zu überstehen, ohne dass hier alles abschmiert. Und Energiesparmodule bauen wir jetzt so viele wie geht und dann kommen die überall rein. Ist ja egal, hier sowas hier, ja. Auch wenn es nur 210 kW ist, aber es läppert sich alles. Und ich glaube, gerade wo es wirklich was bringen würde, wäre in diese ganzen Förderer, ja. Diese ganzen...
Weil wir haben gar nicht so viele Förderer, ne? Weil die ganzen Felder alle schon leer sind. Die habe ich alle schon mal abgerissen. Aber zum Beispiel die, wo... Die sind schon mit 20 Megawatt ganz vorne mit dabei. Das muss man einfach mal so sagen. Die sind auch, diese Flotation Cells sind auch viel. Ja, da ist viel. Die Roboter-Hangar. Kann man da Energiesparmodule überhaupt, kann man da überhaupt Module reinmachen? Nee, kann man nicht. Roboter-Hangar, da müssen wir mit klarkommen. Aber hier, diese Flotation Cells, da machen wir auf jeden Fall welche rein. Guck mal, wie viel wir schon wieder haben. Hier ist es ja. Habe mich verirrt. 19 Stück. Okay. Könnten auch die Dreier nehmen, aber... So, wir pimpen das hier erstmal. Damit es einfach schneller geht. Auch wenn es jetzt völliger Quatsch ist, die Energiesparmodule zu pimpen, dass sie schneller gehen und dadurch mehr Strom fressen. Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine, aber ey. Was soll's. Was soll's. Ist doch egal. So. Okay. Was machen wir in dieser Folge? Das ist die Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde gerne mal so ein bisschen aufräumen. Und was wir auch machen müssten, glaube ich. Ihr seht es hier. Holz anbauen. Ja, wir müssen noch eine komplette Holzproduktion bauen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich hier so gute Montagemaschinen nehme, die so viel Strom verbrauchen. Weil, ey, da tun es auch echt... kleinere, ja, also pff, da muss man jetzt nicht unbedingt die guten großen nehmen. Habe ich davon eigentlich noch eine Blaupause? Mal kurz abchecken. Eventuell. Nee. Ich glaube, hatte ich die wieder gelöscht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so viele mittlerweile hier angesammelt von allen möglichen Zeugs. Aber das, was ich brauche, ist nicht dabei. Doof. Dann machen wir hier erstmal Ende und tun uns eine neue kopieren. Und zwar, welche nehmen wir denn da? Wir nehmen diese hier, ist glaube ich am sinnvollsten. Die zweite. Da werden wir zwar einige Sachen rauskopieren müssen, aber hier müssen wir das, ja, okay. So. Was jetzt rauskopiert werden muss, ist der hier. Dann das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das, 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 das und das. Und der hier. So, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das machen wir so, okay. Was hatte ich davon? Dann können wir das Ganze hier hoffentlich noch einmal dazwischen machen. Wir müssten das jetzt quasi auf die Wasserleitung hier legen. Das müsste vom Abstand her nicht passen. Okay, verdammt. Warum ist das gedreht? Jetzt ist es richtig rum. Jetzt passt es auch. Ah, Autosave, lieber Gnichnet. Vollkommen in Ordnung. Und es passt. Okay, sehr gut. Dann baut das mal auf, bitte. Wo haben wir hier eigentlich Logistik? Okay, Baulogistik ist da. Was eigentlich was fehlt? So, normalerweise müsste jetzt auch einiges an Baurobotern angeschossen kommen, weil die ganzen Fließbänder, alles ist alles im Logistiksystem. Also ihr könnt nicht sagen, es fehlt irgendwas. Okay, das ist gut, dass die noch irgendwo Montagemaschinen 2 finden. Ach, die haben wir ja Automaten, natürlich. Lalalala. Wir bräuchten mal hier so ein paar unterirdische, auch wenn wir die jetzt basteln komplett. Aber wir müssen eben ein bisschen warten. Eigentlich müssten die auch Stahlkisten haben, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Stahlkisten haben wir doch mal hier. Da sind Stahlkisten, eindeutig. Aber wir haben natürlich Eisenkisten benutzt beim Bauen. Das ist sehr praktisch gewesen. Deswegen müssen wir jetzt Eisenkisten bauen. Okay, bauen wir Eisenkisten. Kein Ding. So, und wir können das hier anschließen schon mal. So.
Stipp. Ich weiß ja nicht, warum das so nacheinander alles gebaut wird hier. Ja, eigentlich müssten die einmal losfliegen und direkt ausrasten. Aber irgendwie passiert das nicht, ja? Irgendwie kommen die so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So nach dem Motto läuft das hier, ja? Hab das schon gemerkt. Ich glaube, das reicht doch nicht an Eisenkisten. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr. Ja, jedes Mal zwei. Ja, jetzt reicht's aber. Und ja, natürlich, wir brauchen Greenhouse. Und zwar ganze 22 Stück. Und die würde ich tatsächlich mal... Ja, können wir die automatisiert machen? Haben wir Stein im Logistiksystem? Wenn wir hier eine Anbieterkiste rausmachen, ja. Wenn nicht, dann nicht. Können wir da ein Anbieterlagerhaus? Da wäre ein Anbieterlagerhaus. Wenn wir hier Stein anbieten. Was brauchen wir noch dafür? Glas haben wir, glaube ich, im Logistiksystem, oder? Ist das hier unten auch ein Anbieterlagerhaus? Ja, Glas haben wir auch. Und dann brauchen wir noch Eisenplatten. Die haben wir natürlichst. Okay, die haben mir gerade irgendwas gebracht. Und weiß nicht was. Ich würde auch hier jetzt noch einen dazwischen setzen. Auch wenn das wegen dem Rohr nicht richtig passt. Aber ist nicht schlimm. Wir machen so, so. Anbieter. Anforderung. Greenhouse. Da rein. Zack, boom, klack. Bisschen Stein, bisschen Glas, ein bisschen von allem. Dann machen wir einen Stack fertig und dann passt das. Dann wird das jetzt nacheinander gebaut. Und wir können dann in Ruhe das machen, was wir wollen. Dürfte auch relativ zügig gehen, ja, wenn ich das so sehe. Das baut schon. Wir können natürlich hier vollkommen übertreiben. Geht auch. Okay. Ich weiß ja nicht, warum er so viel Eisen und Glas da reinknickt, aber okay, einen halben Stein. So, zwei Steine. Ah, so eins von... Ah ja, okay. Naja, mach du mal. Das wird schon passen. Und sofern das hier dann noch Holz bekommt, sollte das Ganze anlaufen. Wir nehmen uns mal ein bisschen Holz. Schon fast alle hier, die Bude. Ist nicht mehr viel zu machen. So, hier schmeißen wir Holz rein. Und dann bauen wir per Hand noch ein paar. Und ich suche die Dinger jedes Mal aufs Neue. Hier sind sie. Dann bauen wir mal ein paar Siedlinge per Hand. Okay. Achso, das ist jedes Mal 1, ja, okay. 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 Was wir machen könnten, wäre eine provisorische Produktion hier hinbauen. Wenn wir das hier ein bisschen beschleunigen, vielleicht sogar so, dass das hier alles hochgequetscht wird. So. Egal, kann ruhig schnell das Fließband hin. Und dann machen wir hier Seedlinge. Und dann setzen wir den einen auf Kurzknicken und der andere auf Normalknicken und dann... Geht das hier ab wie Zäpfchen, pass mal auf. So, dann knicken die nämlich da jetzt erstmal ordentlich Setzlinge rein. Nicht so wie die hier, die lahmen. So. Kommen wir jetzt was bei rum. Genau, erstmal safen. So, der läuft auch relativ durchgängig, ja, okay. Fangen die jetzt schon an zu arbeiten? Die arbeiten schon. Okay, das ist gut. Also ich glaube, ich habe es schon 80 Mal gesagt, aber ich sage es lieber nochmal, damit nicht einer fragt. Dünger ist keine Option. Dünger kostet Öl und Öl ist mir zu wertvoll dafür. Ja? Da baue ich lieber noch 5 so Stationen daneben, als dafür Öl aufzugeben. Also, wobei, da ist mir letztens noch eingefallen, wo ich das mal wieder erzählt habe. Es gibt ja noch... Eine andere Produktion, und zwar ist es diese hier mit der Baumklamotterie, ja. Also wir können ja, ich glaube damit, ach nee, wir können dadurch kein Holz herstellen, oder? Wood von Zellulose, doch, wir können mit Zellulose, können wir
Wood herstellen, glaube ich, oder? Können wir. Ja, Holz, also Bretter können wir damit herstellen. Aus Paste und Zellulose. Und Zellulose machen wir halt mit Algen. Also mineralisiertes Wasser. Oder mit. Oder mit Holz, aber Holz, wenn wir Holz. Nee, Holz nicht. Also Algen. Könnten wir theoretisch Algen mit mineralisiertem Wasser arbeiten. Und würden dadurch Algen bekommen. Mit den Algen könnten wir dann Zellulosefiber herstellen. Und daraus könnten wir damit Paste. Könnten wir Paste herstellen. Aus Sodiumhydroxidkristalle brauchen wir auch noch dafür. Oder Chlormethan. Aber ehrlich gesagt ist mir das alles echt zu kompliziert für so ein bisschen Wood. Ja, so ein bisschen Wood kriegen wir auch anders zusammen. Nämlich hiermit. Deswegen würde ich das echt erstmal außen vor lassen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so unwichtig wäre. Aber fürs Erste können wir machen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Dann können wir das aufbauen. Aber erstmal würde ich das so machen, wie es jetzt ist. Und da wurde mir auch noch gesagt, das ist schon etwas länger her. Den ganzen Wald, den ich hier kaputt schrote, hätte ich alles sammeln können und verarbeiten können. Oder verbrennen können oder sonst irgendwas. Und weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir holen uns jetzt mal ein bisschen Holz hier aus der Walachei, weil die Kiste ist eh schon fast alle. Und wir haben hier so schöne Wälder stehen, die wir so schön mit unseren ganzen Robotern so easy abholzen können. Ja, ist überhaupt kein Thema, hier mal eben kurz reinzufliegen und mal eben ein paar hundert Holz zu sammeln. Das geht so schnell. Brauchen wir uns gar keinen Kopf machen. Ah, ist das herrlich. Das gibt sogar richtig viel Holz. Ist gar nicht wenig, was hier bei rumkommt. Jetzt kommt natürlich hier auch. Aber das ist auch keine schlechte Idee. Ja, dadurch, dass die Bauroboter eh nichts zu tun haben, sollen die doch einfach ein bisschen Wald abholzen. Und das Holz kommt ja wieder ins Logistiksystem rein. Ja, also das verschwindet ja nicht. Sondern wird sogar, glaube ich, in die große Lagerkiste gebracht. Ne? Über die kleinen. Ja, ja, irgendwie so war das. Ja, ich erinnere mich. Ich habe da mal was gebaut. So, wir haben jetzt schon genug Holz. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Also ist auf jeden Fall eine nice Idee. Ja, werde ich jetzt, denke ich, mal öfters mal machen. Wenn wir so ein bisschen Holzknappheit haben, können wir eigentlich ganz easy ein paar Bäume wegholzen. So, 140 Objekte benötigen Bauroboter. Auch kein Ding. Geht voll in Ordnung. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Okay. Also hier wird so langsam produziert. Die würde theoretisch schon alleine laufen, die Produktion. Aber wir wollen die natürlich direkt auf Anschlag haben. Deswegen pimpen wir das her per Hand. Weil die letzten arbeiten noch nicht. Ich weiß nicht, bis wohin läuft das schon. Bis hier gerade mal. Also hier ist schon Ende. Deswegen brauchen wir da noch einige Setzlinge. Wir könnten natürlich diese Maschine mitarbeiten lassen. Ah, nee. Ey, wir machen das hier per Hand. Das ist natürlich auch schlau, wäre einfach hier so eine blöde Kiste zu nehmen, hier einfach ganz viel Holz reinzuwerfen und das einfach so lange arbeiten zu lassen, bis es voll ist, ja. Warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin, weiß ich auch nicht. Weil es funktioniert ja. Allerdings nicht so gut, weil irgendwie der Knicki am Schlafen ist teilweise. Können wir dann Speed-Knicki nehmen. Wegfiltern so. Ich habe keine Speed-Knickis. Die habe ich alle mal weggebracht. Ah ne, doch hier. Sind doch Express. Ah, das Band ist einfach voll. Ja, okay. The Band ist full. The Band ist full. Deswegen geht das nicht so. Aber passt schon. Der macht jetzt hier ein paar Setzlinge. Ich denke mal, das wird. Ja, irgendwie. Das ist ein bisschen schwammig. Ich glaube auch, dass mittlerweile die Performance ein bisschen drunter leidet, weil wir auch ziemlich viele Logistikroboter. Ich habe zwischen den Folgen vorhin noch mal ein paar Logistikroboter gebaut. Wir sind mittlerweile bei 559 und bei 221 Construction Roboter bzw. Baurobotern. Ist schon eins, wenn die alle hier rumfliegen, dann ja. So, wir kommen jetzt schon hier oben um die Kurve. Das ist gut. Ah, das passt. Das passt. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wir haben hier tatsächlich noch 117 einstecken. Die können wir einfach mal hier
irgendeine Kiste reinschmeißen. Können die schon mal arbeiten damit. Und ich denke mal, dass sich das Holz jetzt auch hier wieder ein bisschen einregeln wird. Und hier reicht auch locker ein Standard-Kniggy. So, dann haben wir das Holz in dieser Folge auf jeden Fall schon mal wieder gepimpt. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist die Forschung anwerfen. Das ist wichtig. Das vergesse ich immer. Ich vergesse es immer. So, wir hätten hier Energieschild MK3. Ich würde gerne ein paar blaue Sachen forschen, weil das... Jetzt, ich fange an, hier Sachen zu forschen, die ich vorher alle hätte forschen können, aber nicht gemacht habe. Schande über mich. Okay, hier könnten wir Radare 4 danach forschen. Radar 4 ist auch nice, oder? MK4. Netinol Bearing ist natürlich auch wieder kompliziert zu bekommen. Alien Defense. Harper Emitter. Wollen wir das mal forschen? Wollen wir mal gucken, was man hiermit machen kann? High Amplitude Radio Pulse Antennen Discord Biters from 16 Pretends Biters Base in Area. Müsste ich mir jetzt übersetzen, das kann ich so echt nicht entziffern. Also irgendein Radiopuls Antenne. Amplitude, ich weiß nicht, was Amplitude, weiß ich nicht, was das heißt. Discourage Biters from a 60x60 Area, okay. Rance Biter Basin Area. Ja, kann ich nicht entziffern. Aber wir forschen es. Hauptsache haben, ja. Was das ist, ist ja egal. Hauptsache haben. Achso, ich wollte euch noch hier die Lagerkiste. Ich habe jetzt hier eine Lagerkiste gemacht, wo ich einfach die Alien-Sachen einfach reinwerfe. Dass ich das mal alles so ein bisschen gesammelt habe. Ich habe das hier raussortiert schon, weil hier doch ziemlich viel Zeug schon sich mittlerweile angesammelt hat. Wir haben hier noch 50 Bauroboter. Was zur Hölle? Die könnte ich alle weiter verbauen. Das gibt's ja nicht. Ah, hier sind aber noch Seedlings drinne. Festbrennstoffe. Was wir noch Festbrennstoffe hier haben. Ja, alles drin rumliegt, ist ja der Hammer. Munition. Die nehme ich. Wie viel war denn da drinne? Einser-Munition. Energieschild MK3. Nachtsicht. Gun-Turrets. Sniper-Turrets. Batterien. Wahnsinn. Wahnsinn, was sich so alles über die Zeit ansammelt. Nochmal Seedlings. Ja, warum denn nicht? Können wir eine ganze Baumfarm mit betreiben. Hier, Crushed Stone. Guck mal, Crushed Stone. Können wir doch mal easy hier reinwerfen. Okay, geht nicht. Können wir easy hier reinwerfen. Geht. Ach ja, ist ja schön. Ein bisschen mehr Lenfill wäre auch nice, oder? Oh, wir machen mal nochmal eine Stahlkiste Lenfill dahinter. Einfach nur, weil wir es haben. Weil es geht. Genau deswegen. Und weil ich den Crushed Stone hier loswerden will. Da können die ruhig mal ordentlich Stein draus basteln. Mit ein paar schnellen Maschinen geht das hier auch noch ab wie Schmidts Katze. Und Energiesparmodulen. Ah, oh, perfekt. Und hier auch. Sehr schön. Und hier auch. Sehr schön. Und wo noch? Hier vielleicht. Ja, hier wird auch immer was gebraucht. Also bringt echt nichts, die in der Tasche rumzutragen. So, jetzt wird Energie gespart. Wir sind... Ah, wenn die Forschung läuft, das ist, glaube ich, Energie... Das ist auch ein großer Energiefresser, die Forschung. Mittlerweile 60 Megawatt. Dadurch, dass wir ja die neuen Labore haben, ist es schon recht... Also, ist schon einiges gestiegen. Und hier kann man halt auch keine Module reinmachen. Ich müsste mal ausprobieren. Warte mal, ich habe doch sowas hier. Ich habe doch ein Beacon. Kann ich da irgendwas mit reißen? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Geschwindigkeit reinmache. Oh, das funktioniert sogar. Ja, cool. Das heißt, ich kann hier Energiespar reinmachen. Und zwar jede... Wir gucken mal. Weil jetzt hat die Folge halt ein bisschen länger. Ist auch egal. Aber das will ich jetzt mal testen. Ah, so kann man die Module nochmal... Die Labore pimpen, obwohl die keinen Modulcase haben. Das ist ja nice. Krass. Geil. Das ist wirklich nice. Da können wir Geschwindigkeit... Hier kann ich erstmal das rauf. 85 Stück. Was fehlt denn hier? Was fehlt? Die Dinger fehlen. Ja, dauert halt.
Oh, das ist nice. Beacons. Und wir haben sogar 9 Stück davon. Oh, die haben richtig große Range. Da kann man ja... Alter. Ist das geil. Das ist geil. Okay, wir müssen versuchen, dass wir die irgendwie alle in Reichweite bekommen. So, den machen wir auch nochmal weg. Den machen wir nämlich hier hin. Bis auf die andere Seite reicht es leider nicht. Das heißt, wir werden mehrere Beacons bauen müssen. Aber kein Problem. Hauptsache, die bekommen alle hier irgendwie was ab. So, jetzt machen wir da hier Energiesparung rein. Und dann pass mal auf. Die Forschung läuft zwar jetzt gerade nicht, aber wir hatten eben 60 Megawatt am Laufen. Und jetzt pass mal auf, wenn die jetzt läuft. Zack, wo ist sie denn, die Forschung? Da kommt sie. Mit 11 Megawatt, mit 11 Megawatt. Was wir jetzt gerade mal hier einsparen, das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn und 80% ist Limit. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eins rausnehme hier, bin ich immer noch bei 80%. Verteilt er das 1 zu 1? Nee. Ah, der hat, glaube ich, eine... Wir können auf jeden Fall eins rausnehmen und noch eine Geschwindigkeit reinklatschen. Ja, nice. Minus 60% Energie und plus 60 Herstellgeschwindigkeit. Alter, die Forschung. Die eskaliert jetzt total. Obwohl, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, cool. Also, Leute. Den Tipp könnt ihr euch mitnehmen. Beacons bei der Forschung sparen Strom. Und zwar nicht wenig. Ja, ich bitte von 60 Megawatt auf 11,9 oder auf 12. Das ist 80%. Wir hätten 80% eingespart. Nice. Richtig nice. Warte mal, gehen hier Effizienzmodule rein? Kann man die Forschung mit Effizienzmodulen betreiben? Da würden wir übelst Module sparen. Alter, ich raste aus. Ich flipp aus. Ich brauche effizient. Nicht effizient. Produktivität. So, Entschuldigung, Produktivität. Ich brauche Produktivität. Boah, krass. Ich brauche mal ganz schnell hier bitte mal ein paar Module oder eins, damit ich das nur, ich will es nur testen einmal und dann, wenn das funktioniert, raste ich aus und wenn es nicht funktioniert, dann ist okay. Aber wenn das funktioniert, das wäre ja der Obershit. Ey, Alter, wenn wir da, boah, das ist ja der Hammer. Okay, eben schnell Forschung, wohl scheiß auf Forschung. Jetzt muss ich hier, mach mal ein Modul fertig, was ist denn hier los? Braucht der auch schon hier irgendwelche anderen Teile? Das sind doch die hier, oder nicht? Ja, natürlich. Ist ja wohl genug von da, oder meinst du nicht? Okay, er läuft. Sehr schön. Gib her das Dingen. So, wir haben hier Energieverbrauch plus 10, Produktivität 5% und Umweltverschmutzung 15%. Jetzt wird getestet. Jetzt wird getestet. Passt das in die Beacon rein? Ja, nein, vielleicht? Es geht nicht rein. Okay, schade. Wäre zu schön gewesen. Naja, okay. Okay. Habt gewonnen. So, Freunde, dann wäre es das gewesen mit dieser Folge. Wir haben was rausgefunden. Ja, mit Beacons die Forschung. Cool. Sehr cool. Und das bringt sogar richtig viel. Ja, richtig viel. Ob wir jetzt Geschwindigkeit da reinmachen, weiß ich nicht, weil Forschungsgeschwindigkeit ist eigentlich in Ordnung. Kann ich mir jetzt nicht beschweren. Könnte langsamer gehen, also... Ist eigentlich schon relativ zügig. Ich brauche ja hier nicht dauerhaft forschen. Ich mache hier keinen Speedrun, aber ich denke mal, die Energiesparmethode ist schon mal verdammt nice. Wir können jetzt nachts hier rumforschen. Das juckt gar keinen, weil wir Strom ohne Ende haben. Aber ich schätze mal, in der nächsten Folge wird der Strom abkacken. Also Freunde, das wäre es gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.